Ja, herzlich willkommen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe unserer wöchentlichen Webinarreihe Training für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Schön, dass ihr heute Abend wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute zu dritt auf der Moderatorenseite und ich möchte ganz kurz einmal einen Toncheck durchführen. Vielleicht könnt ihr ganz kurz mal in die Box reinschreiben, ob das für euch passt so vom Ton her. Ich warte mal ganz kurz. Ton ist gut, will mich dann nur vergewissern, dass das alles passt. Also krieg gutes Feedback. Insofern sollte alles passen. Ja, genau. Also mein Name ist Markus Landau und ich bin bei der BDZ Bank und übernehme heute Abend die Moderation und bin hier Derivate-Experte. Und wir haben heute zu Gast bei uns die Trading-Gruppe 2.0 mit dem Ingmar Königshofen. Hallo, lieber Ingmar und Stefan Feuerstein. Hallo, Stefan. Schön, dass ihr heute auch dabei seid. Hi Markus und natürlich auch von uns Hallo in die Runde. Ja, kurz als Intro. Ja, ihr habt es wahrscheinlich eh alle verfolgt, was so aktuell an den Kapitalmärkten los ist. So eine kleine Zusammenfassung. In der vergangenen Woche sah es ja erstmal sehr, sehr gut aus und ja, dann kam es am Ende der Woche wieder zum Ausverkauf und wir waren teilweise an amerikanischen Indizes 6% im Plus und dann sind wir leicht im Plus rausgelaufen. Auch die Hoffnung auf eine Kehrtwende der Fed ist leider zunichte gemacht worden. Erst einmal, denn es gab sehr, sehr robuste Arbeitsmarktzahlen. In der Regel ist das ja ein gutes Zeichen, aber in der Sache Inflation ist es halt so, dass man eher hofft, dass es zu einer Abschwächung der Wirtschaft kommt und damit die Inflation eben zurückkommt, ist nicht passiert. Insofern rechnet man bei der Sitzung der Notenbank, bei der Fed, der amerikanischen Notenbank, mit 75 Basispunkten im November oder Dezember. Sind wir mal gespannt, was da kommt. Außerdem die Q3-Berichtssaison in Amerika hat begonnen und dann gibt es natürlich viele andere Punkte noch, außerdem eben ja tägliche News zu den Energiethema, Energiepreisen, so auch heute wieder. Und mal schauen, ob wir da heute noch dazu kommen. Ansonsten ist viel, viel los an den Märkten und ich bringe erst einmal die Folien auf den Schirm, damit ihr wisst, was wir heute für euch parat haben, mitgebracht haben. Kleinen Moment. So, gib mir mal ganz kurz Bescheid, Ingmar. Wenn die Folien da sind, dann springe ich Ist weiter. da, Sind ja. da. Perfekt. So, neben unseren drei schönen Gesichtern springe ich jetzt einfach mal auf die Agenda, was euch erwartet. Also, wir haben zum einen Rückblick. Das letzte Mal wart ihr hier am 12. Dezember, 12. Dezember, 12. September. Und dann schauen wir mal, wie die Trades gelaufen sind und was ihr da besprochen habt. Dann kommen wir zu dem Hauptthema heute mit dem Fokus Aktienmärkte. Ist der Boden erreicht? Und ja, da eben mal die Frage, wie eure Einschätzung ist, wo die Reise hingeht. Und dann haben wir aber auch ja, Anlage-Trading-Ideen, drei Stück an der Zahl, dazu dann aber auch mehr später. Und dann eben wieder am Ende, das übernimmt ja der Stefan, den Part Wunschanalyse und Fragerunde. Da könnt ihr jetzt schon mal gerne in den Chat ein paar Basiswerte reinposten, die ihr gerne analysiert haben möchtet. An dieser Stelle gerne ein kurzer Hinweis. Diese Aktie können wir jetzt noch nicht analysieren, denn die Historie ist zu kurz. Aber auch wir bei der DZ Bank haben jetzt seit kurzem, seit dem IPO der Porsche AG, viele Produkte, unterschiedliche Strukturen, wo wir auf Porsche AG Preisen. Wir haben, glaube ich, über 300 Produkte. Deswegen, wenn es euch interessiert, gerne auch mal bei uns auf der Internetseite www.dzbank-derivate.de vorbeischauen und einfach mal ins Suchfeld vielleicht Porsche AG eingeben und dann findet ihr die unterschiedlichen Strukturen, Produkte auf Porsche. Ja, dann springe ich noch mal kurz weiter zu den rechtlichen Hinweisen. Ihr könnt die Kamera schon noch mal anlassen, ihr beiden. Ich führe meinen Monolog noch mal kurz fort. Die wichtigen Punkte hier bei den rechtlichen Hinweisen sind orange hinterlegt. Bei dem Webinar handelt es sich um eine Werbung und richtet sich ausschließlich an Interessenten mit Wohnsitz in Deutschland, kundige Selbstentscheider, die Erfahrung in Hebelprodukten, Anlagezertifikaten mitbringen. Und was wir eben hier besprechen in den Webinaren, dient nur zur Demonstration und ja, soll keinerlei Empfehlung darstellen und auch keine Beratung. Und was habe ich hier noch draufstehen? Ja, und die Risiken bei Hebelprodukten, wenn wir sie analysieren, die sind euch sicherlich bekannt. Das kann eben zum Totalverlustrisiko kommen, besonders dann, wenn die Knockout-Barriere berührt wird. Und dann solltet ihr ja auch im Hinterkopf behalten, dass
ja, vielleicht das Emittentenausfallrisiko, dass ihr euch da anschaut, dass er da die Emittenten eben mal ein bisschen streut. Ja, dann kommen wir noch zu einer neuen Folie. Da wollte ich euch kurz die Information geben, dass wir jetzt seit kurzem eben auch Endloszertifikate, Tracker auf Bitcoin und Ether Future draußen haben. Ja, damit könnt ihr relativ einfach investieren und würde uns freuen, wenn ihr da auch mal bei unserer Webseite vorbeischaut. Warum haben wir uns für den Future entschieden? Aus dem Grund, dass eben der Future am geregelten Markt an der CME, also der Chicago Mercantile Exchange, ja, gehandelt wird. Und da gibt es eben dann auch Settlement-Kurse, die eindeutig sind. Alle anderen Kurse zu Bitcoin und den anderen Kryptos. Es kommen eben von privaten Börsen und da sind die Settlement-Kurse unterschiedlich und auch nicht immer ganz klar. Insofern haben wir uns dafür entschieden, auf diese Future zu preisen. Und die WGNs seht ihr hier, ich poste die aber gleich nochmal in den Chat. Einmal für Bitcoin links und einmal für Ether, Ethereum rechts. Und ja, mit der Einleitung bin ich dann, glaube ich, durch. Wie gesagt, die poste ich gleich nochmal und dann kommen wir gleich schon zu euch. Ich übergebe das Wort an Ingmar. Und ich glaube, wir können dann die Kameras auch erstmal wieder ausschalten. Es sei denn, ihr möchtet sie anbehalten. Ich schalte mich aus und wünsche euch allen viel Spaß beim Webinar. Danke dir, Markus. Und ich glaube tatsächlich, ist es besser, die aktuell auszumachen, wenn ich sehe doch etwas kaputt aus durch die letzten Tage. An den Märkten ist viel los weiterhin. Du hast es ja eben auch schon gesagt. Von daher, Kamera aus ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ja, die Volatilität ist ja weiterhin extrem hoch. Das sehen wir ja, wenn man im Markt unterwegs ist, jeden Tag. Heute auch wieder zwischenzeitlich der Markt deutlich angezogen, fast 300 Punkte vom Tief heute Morgen. Jetzt wieder 200 Punkte runtergekommen und das innerhalb von wenigen Stunden jedes Mal. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich hatte ja auch die Hoffnung ein bisschen, dass in diesem Sommer die Volatilität ein bisschen zurückgeht, dass es etwas ruhiger wird, um auch etwas Kraft zu sammeln für den Jahresendspurt. Aber das ist dieses Jahr bisweilen komplett ausgefallen. Also man muss komplett durchmachen, wenn man im Trading aktiv ist, weil bei den Schwankungen muss man natürlich dann auch aktiv dabei sein und kann die Position nicht einfach mal so nebenbei einfach laufen lassen. Ja, wir wollen uns zunächst einmal den Rückblick anschauen, wieder vom letzten Webinar. Markus hat es schon gesagt, das letzte Mal waren wir am 12.09. hier im Webinar dabei. Da hatten wir zwei Strategien vorgestellt, einmal auf den Dow Jones und auf den DAX. Beim Dow Jones hatten wir angezeigt, dass die Vorfilter anzeigen, wir sollten uns eher auf der Short-Seite platzieren. Laut Stefan sollten wir hier einsteigen mit einem Limit in diesen Short bei 33.300 Punkten mit den Zielen bei 31.100, 29.700 und 26.100 Punkten und einem Stop bei 34.420. Aktueller Kurs 29.190 von vorhin. Und jetzt können wir uns mal anschauen, wie das Ganze gelaufen ist. Also die Prognose war genau richtig, aber wir sehen hier wieder eingekreist den Tag des Webinars. Und es ist leider nicht bis zum Limit bei 33.300 angestiegen, sondern vorzeitig wieder nach unten weggebrochen. Aber wir hatten ja ohnehin seit Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres immer wieder gesagt, dass die Short-Seite zu favorisieren ist, hatten wir immer wieder Short-Strategien vorgestellt. Und dann kommt es manchmal nun mal vor, dass wir, gerade wenn wir nur alle 3, 4 Wochen hier präsent sind, dass man dann natürlich auch die Limite und Stops und so weiter nicht so schnell anpassen kann. Also, wenn wir uns das jetzt, ja, einfach stur anschauen, da muss man sagen, nee, Trade wurde nicht ausgeführt. Also Idee war richtig, aber zu dem Trade kam es schlussendlich nicht. Beim DAX sieht das ähnlich aus. Auch hier hatten wir aufgezeigt, dass die Vorfilter eben anzeigen, dass wir uns eher auf die Short-Seite stellen sollten. Laut Stefan mit einem Limit bei 13.600, mit den Zielen bei 12.600, 12.400 und 11.450 Punkten, beim anfänglichen Stop von 14.060. Aktueller Kurs von vorhin, wir stehen jetzt schon wieder tiefer, ist 12.300 Punkte. Und auch hier sehen wir, ganz knapp wurde das Limit nicht erreicht. Ich habe jetzt hier diesen Kreis mal etwas breiter gefasst. Dieser grüne Balken hier in der Mitte, das war genau der Tag des Webinars. Am nächsten Tag sind wir, glaube ich, bis auf 30 Punkte an dieses Limit herangelaufen. Aber dann ist auch hier der Markt nach unten weggebrochen. Also man sieht auch hier, die Idee, weiterhin die Short-Seite zu handeln, war genau richtig. Aber es kam eben auch hier, wenn man das jetzt auf die 13.600 beschränkt, eben nicht zu einem entsprechenden Trade. Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, seit Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres war ich auch die ganze Zeit auf der Short-Seite unterwegs, habe, glaube ich, nur, also wenn überhaupt ein oder zwei Trades mal im mittelfristigen Bereich auf der Long-Seite gemacht. Warum? Das habe ich ja immer wieder hier auch in den Webinaren aufgezeigt, und zwar die verschiedenen Vorfilter, wie die Saisonalität
und auch der Vierjahreswahlzyklus und der Dekadenzyklus haben angezeigt, dass die Shortseite zu favorisieren ist. Und wenn wir uns jetzt zurückerinnern zu Ende letzten Jahres, als wir eher noch auf Allzeithochniveau notierten, da war das Sentiment natürlich sehr, sehr positiv und das hat auch als Kontraindikator eher angezeigt, dass die Shortseite zu favorisieren ist. Aus diesem Grund wurde eben über das ganze Jahr bis jetzt die Shortseite gehandelt. Aber, und jetzt wird es nämlich interessant, kann man wieder mal die Longseite in den Fokus langsam ziehen. Warum? Wir wollen uns auch hier jetzt verschiedene Vorfilter angucken. Zunächst einmal die klassische Saisonalität über 30 Jahre von 1986 bis 2016. Die zeigt nämlich vor allem drei Phasen an, die interessant sind. Das ist von Ende Januar bis Mitte Juli die Longseite in der Tendenz, von Mitte Juli bis Ende September, Anfang Oktober die Shortseite und dann wieder die Longseite bis Ende Dezember. Und wir befinden uns ja jetzt gerade Anfang Oktober, Mitte Oktober, ungefähr in dieser Region. Heißt also, ab sofort wird es jetzt rein aufgrund der Saisonalität wieder interessant, die Longseite zu handeln. Ich weiß natürlich, was einige jetzt hier denken. Die sagen sich, naja, wie kann man jetzt long gehen? Der Markt ist ja völlig unter Druck und wird weiterfallen. Das kann natürlich sein. Allerdings muss man meiner Meinung nach versuchen, möglichst objektiv an den Markt heranzutreten und seine eigenen Emotionen und das, was man gerade in den Nachrichten und so weiter hört, etwas auszublenden. Weil natürlich war es Ende letzten Jahres so, als ich die Short-Seite aufgebaut habe, da hieß es von vielen, wie kannst du denn jetzt Short gehen? Wir stehen ja auf Allzeithochniveau. Und das ist es eben. Dann hat sich herausgestellt, diese Short-Seite war genau richtig. Jetzt, nachdem der Markt sehr stark gefallen ist, kommt natürlich von denselben Personen, die Ende letzten Jahres gesagt haben, wie kannst du Short gehen, kommt jetzt, wie kannst du Long gehen? Jetzt fällt es doch. Also, man macht oft den Fehler, dass man viel zu spät in den Markt reinkommt, entweder auf der Long- oder Short-Seite. Also, wenn ein Trend schon sehr stark gelaufen ist, denkt man, man müsste jetzt da noch irgendwie was mitnehmen, beziehungsweise viele gehen auch davon aus, dass diese Trends immer weiterlaufen. Das heißt übrigens nicht, dass es nicht natürlich noch eine ganze Etage tiefer gehen kann, vor allem auch, wenn das letzte Zwischentief unterschritten wird. Aber wir müssen versuchen, zumindest ist das meine Perspektive auf den Markt, möglichst objektiv uns das Ganze zu betrachten. Weil natürlich, wenn ein Markt sehr stark gefallen ist, sind jetzt die Nachrichten negativ. Wenn ein Markt sehr stark gestiegen ist, sind die Nachrichten tendenziell positiv. Aber Nachrichten sind ja auch tendenziell nachgelagert. Man braucht ja nicht zu denken, dass irgendwann eine Glocke geläutet wird im Fernsehen, wird gesagt, so, jetzt sind alle schlechte Nachrichten, sind jetzt eingepreist, ihr könnt jetzt long gehen und jetzt steigt es wieder. Sondern es gibt ja gewisse Erwartungen an den Markt, ob die jetzt positiv oder negativ sind. Und je nachdem, was dann jetzt in der Zukunft passiert, wird es eine Überraschung auf der positiven oder auf der negativen Seite sein. Aber alles, was wir jetzt bekommen an Nachrichten von den letzten Tagen und Wochen, das ist natürlich alles schon mehr oder weniger eingepreist. Und ihr seht ja, wann gibt es große Überraschungen am Markt? Eben dann, wenn zum Beispiel wie letzte Woche der Arbeitsmarktbericht besser ist, als das erwartet wurde, weil man jetzt davon ausgeht, okay, es könnte sein, dass die Zinsen weiter steigen. Auf einmal kommt der Aktienmarkt wieder unter Druck. Also, das ist natürlich etwas, was eine Überraschung immer wieder mal geben könnte. Und dann geht es aber relativ schnell und es wird sehr schnell in den Markt eingepreist. Aber, und für mich ist es ja elementar wichtig, möglichst an den Markt heranzutreten, also objektiv an den Markt heranzutreten, weil eben niemand weiß, was passieren wird. Wir wissen nicht, ob der Markt jetzt in den nächsten Tagen und Wochen steigen wird oder fallen wird. Wir wissen nicht, was der Markt in den nächsten Minuten macht. Also müssen wir uns an irgendetwas entlanghangeln. Und das sind für mich verschiedene Vorfilter, wie zum Beispiel die Saisonalität. Und diese zeigt eben jetzt ab Anfang, Mitte Oktober ganz klar aufwärts, wie wir hier sehen können. Als nächstes schauen wir auf den Vierjahreswahlzyklus. Auch der Vierjahreswahlzyklus, vielleicht zunächst einmal für den Dow Jones. Wir sind in den USA dieses Jahr in einem Zwischenwahljahr. Und dieses Jahr, und jetzt seht ihr auch, warum ich eigentlich das ganze Jahr bisher auf der Shortseite unterwegs war, soll es in der Tendenz von Mitte April bis Ende September fallen. Interessanterweise, ab Mitte August in etwa soll es nochmal eine Abwärtsbewegung geben. Deshalb hatte ich auch damals gesagt, ich gehe davon aus, dass wir Ende September niedriger stehen als Mitte August. Und Mitte August ist der DAX Richtung 14.000 gestiegen. Und als wir Richtung 14.000 gestiegen sind, da kam überall die Nachricht, der Bärenmarkt ist vorbei, jetzt wird es steigen, man kann einfach wieder kaufen, alles ist wieder gut. Und genau ab dem Zeitpunkt ist der Markt wieder nach unten weggelaufen. Und da habe ich eben neue Short-Positionen aufgebaut über mehrere Tage und der Markt ist dann wieder nach unten weggekippt. Jetzt aber befinden wir uns Anfang Oktober und auch dieser Vierjahreswahlzyklus, diese Zwischenwahljahre zeigen eben an, dass jetzt die Long-Seite zu favorisieren ist. Wenn wir uns diese US-Zwischenwahljahre auf den DAX umgemünzt mal anschauen, dann muss man eben sehen, es sieht genau auch ebenfalls so aus wie das, was wir eben schon gesehen haben bei der Saisonalität und beim Vierjahreswahlzyklus der USA. Und zwar für den Dow Jones genauer gesagt, und zwar ab Anfang Oktober in etwa soll auch hier eine Aufwärtsbewegung stattfinden bis Ende Dezember.
Heißt also, neben der klassischen Saisonalität zeigt eben auch der Vierjahreswahlzyklus an, dass jetzt die Long-Seite zu favorisieren ist. Vielleicht schauen wir auch nochmal auf den Dekadenzyklus. Und das war nämlich einer der weiteren Faktoren, warum ich gesagt habe, der Markt könnte dieses Jahr zwischenzeitlich deutlich abkippen. Hier unten sehen wir, Jahr endet mit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir sind dieses Jahr in einem Zweierjahr. Wir haben das Jahr 2022. Und hier soll es ungefähr bis, ja, knapp nach dem Halbjahr soll es eher korrigieren. Dann aber zum Jahresende hin soll es wieder ansteigen. Heißt also, auch der Dekadenzyklus ist jetzt mehr oder weniger positiv, ist jetzt für mich kein ausschlaggebendes Argument, aber es kostet ja nichts, sich neben den anderen Vorfiltern auch noch den Dekadenzyklus anzugucken. Und der zeigt eben für die Zweierjahre jetzt auch ganz klar aufwärts. Also drei Vorfilter, die wir uns angeguckt haben, Dekadenzyklus, Saisonalität und Vierjahreswahlzyklus zeigen eben an, dass wir uns jetzt eher auf die Long-Seite stellen könnten. Dann wollen wir noch auf das Sentiment gucken. Und das Sentiment ist ja für mich ein klarer Kontraindikator. Also wenn die Marktteilnehmer sehr bullig sind, sehr gierig werden, dann möchte ich eher auf die Short-Seite wechseln. Wenn die Marktteilnehmer sehr ängstlich werden, dann eher mal einen Long-Einstieg suchen, weil das natürlich immer wieder auch zu einem Short-Squeeze führen könnte. Weil jetzt gehen eben viele davon aus, der Markt wird weiter einbrechen, sind wahrscheinlich auf der Short-Seite unterwegs oder haben ihre Aktien eng eingestoppt oder sogar verkauft. Und auf einmal kann das eine Gegenbewegung geben, eine relativ schnelle. Viele, die short sind, müssen sich eindecken und das kann den Markt kurzfristig auch mal nach oben ziehen. Wir haben das gerade letzte Woche gesehen, da ist der DAX innerhalb von kürzester Zeit 700, 800, 900 Punkte fast angestiegen innerhalb von wenigen Tagen. Und da sieht man mal, wie schnell auch so eine Bewegung aus dem Nichts kommen kann und dann eben auch ein Markt wieder deutlicher korrigiert. Und ich sage es nochmal, wir wissen alle nicht, was passiert. Das heißt, wir müssen uns dann irgendetwas entlanghangeln. Und das sind eben die verschiedenen Vorfilter, die mir jetzt anzeigen, dass die Long-Seite ganz klar zu favorisieren ist. Denn nicht nur die Saisonalität und die verschiedenen Zyklen, die ich gerade aufgezeigt habe, zeigen dies an, sondern auch das Sentiment, zumindest kurzfristig. Wir sind hier in extremer Angst. Und das als Kontraindikator zeigt eben auch an, dass die Long-Seite zu favorisieren ist. Aber ich sage es nochmal dazu, sollten wir unter das letzte Zwischentief abkippen im DAX, dann wäre natürlich immer die Möglichkeit gegeben, dass wir auch schnell nochmal 3, 4, 5, 600 Punkte nach unten weglaufen. Von daher ist es natürlich ja wichtig, dass wir hier noch ein Trading-Setup herleiten. Und das macht wie immer bei uns der Stefan, dem ich jetzt das Wort übergebe und der dann eben die charttechnische Situation für den DAX näher beleuchten kann. Jawohl, so werde ich es tun. Und ja, Ingmar hat die Vorfilter ja schon erklärt. Jetzt haben wir allerdings das Problem, dass wir ja noch mehr Einflussfaktoren haben am Markt. Da will ich ganz kurz drauf eingehen, bevor ich zu dem Trading-Setup komme. Denn wir haben mittlerweile ja eine Zinswende von den Notenbanken. Da ist die US-Notenbank etwas schneller als die europäische Notenbank. Und das Ganze ist eben darauf zurückzuführen, dass wir eine erhöhte Inflation haben. In Europa würde es die Europäische Zentralbank gerne sehen, dass die Inflationsrate unter 2% liegt. Das sind wir jetzt mittlerweile bei 10%. Und die Europäische Zentralbank hat da auch nach langem Warten drauf reagiert und hat dann doch die Zinsen angehoben. Das sind wir aktuell bei 1,25. Und das ist natürlich noch eine ganze Ecke weg von der Inflation, dass man da einfach mal so eine Hausnummer hat, wo man sich orientieren kann daran, wie weit die Zinsen eigentlich steigen müssten, damit man die Inflation wieder in den Griff bekommt. Und das Ganze wirkt sich natürlich belastend aus. Markus hat es vorhin auch schon eingangs erwähnt, was die US-Arbeitsmarktdaten angeht. Da gab es eine positive Überraschung, natürlich je nachdem, wie man es sieht. Also es sind mehr Stellen geschaffen worden und das hat die Marktteilnehmer insofern überrascht, als dass der Markt trotz den Zinsanhebungen, die ja quasi kontraproduktiv sind, dass der Markt sehr robust ist. Und das ist dann wieder ein Anzeichen dafür, dass die US-Notenbank vielleicht den Zins das nächste Mal doch nochmal etwas üppiger in Form von weiteren 75 Basispunkten anheben kann. Wir haben ja zwei Zinstermine noch in dem Jahr und Stand war zuletzt, dass die US-Notenbank gesagt hat, also wir können noch zweimal die Zinsen anheben, können es auch noch etwas üppiger tun, je nachdem, wie es eben auch auf die Wirtschaft sich niederschlägt. Und in dem Fall ist eben der Arbeitsmarkt da ein Indikator dafür, wie die Zinsen ankommen. Die haben ohnehin einen Nachlauf von halbes, dreiviertel Jahr, bis die so richtig ihre, bis die es richtig entfalten können. Und
Deswegen wird es da spannend werden. Wenn die Zinsen weiter steigen, ist es negativ für den Aktienmarkt und das belastet dann mehr. Und da sind wir jetzt momentan eben bei dem Punkt, inwieweit sind Zinsschritte bereits eingepreist in den Kursen, beziehungsweise wie gibt es Überraschungspotenzial dabei? Denn was Ingmar ja erklärt hat von der Saisonalität, wir sind jetzt in einem, oder wir haben jetzt einen Abschnitt begonnen, das letzte Quartal, was in der Regel positive Notierungen hervorbringt und bis jetzt, also nach den ersten 10 Tagen des Oktobers, war es da noch nicht ganz so weit her mit den steigenden Kursen. Das kann man natürlich jetzt auch nicht jedes Jahr dann genau vom 1.1. bis zum 31.12. festmachen, sondern das ist so eine grundlegende Tendenz, die sich eben in der Regel ergibt. Gibt natürlich auch mal Jahre, da funktioniert es eben nicht. Deswegen ist es auch nur ein Baustein von dem, was wir eben in unsere Trades mit einfließen lassen. Wie gesagt, von der fundamentalen Seite her belastet ist momentan die Zinsentwicklung, die Arbeit der Notenbanken und da die EZB ja noch weit hinten dran ist, wird die auch nicht darum rumkommen, da noch weitere Zinsschritte zu tätigen. Das macht die EZB im Speziellen eher weniger gern, weil wir eben verschuldete südliche Staaten haben in der Eurozone. Italien und Griechenland sind da sozusagen das Schlusslicht. Und wenn die Zinsen erhöht werden, dann verteuern sich natürlich auch die Schulden von diesen Ländern. Deswegen ist man da eben etwas vorsichtiger. Da hat die Fed, die US-Notenbank, mehr Spielraum. Die kann etwas freier agieren. Und jetzt ist es allerdings so, dass die Inflation leider weiter angestiegen ist, als es die EZB erwartet hat. Man ging davon aus, dass sich das vielleicht doch irgendwie von selbst regelt. Ist nicht der Fall gewesen. Und jetzt gilt es eben, die Inflation wieder einzufangen. Und wie man das eben nicht machen kann, kann man mit einem Blick in die Türkei feststellen, dass sind die Zinsen sogar noch gesenkt worden. Um die Wirtschaft anzukurbeln, hat die Inflation jetzt natürlich dann auf irgendwie 80%, offizielle 80%, tatsächliche 150% angetrieben. Das ist ein Extrembeispiel, aber es verdeutlicht mal sehr schön, wie die Notenbank eigentlich rechtzeitig reagieren müsste, um das Thema Inflation wieder abhaken zu können. Und ja, da ist eben die Verknappung der Geldmenge, ist eben kein positiver Impuls für den Aktienmarkt. Und deswegen zeigt die Richtung auch nach wie vor nach unten. Allerdings hat es ja irgendwann erklärt, jetzt kommt so langsam eben von der Saisonalität, von der Stimmung kommen da Einflüsse rein, die eben doch nochmal ja, Jahresendrallye, wenn man so haben möchte, fürs vierte Quartal in Aussicht stellen. Was allerdings noch nicht ganz so schön ist an den Charts. Wir haben hier, das ist wieder die übliche Aufteilung, oben links ist die Stunde, kann man hier schön immer erkennen. Oben rechts der Tag, unten links die Woche und unten rechts der Monatschart. Da haben wir dann 4 verschiedene Zeitebenen, wo wir dann eben ja, langfristige Trends erkennen können, langfristige Unterstützungen, Widerstände und das Ganze dann eben jeweils eine Zeitebene tiefer, wo sich dann eben in dem ja, Aufwärtstrend von einem Monatschart dann eben immer kleinere Trends auf der Tagesebene beispielsweise ergeben und man dann eben schauen kann, handle ich denn mit dem Trend konform, der übergeordnet ist, was natürlich das Risiko etwas reduziert, oder stelle ich mich mit meinen kurzfristigen Trades entgegen der übergeordneten Richtung des Charts und das macht es natürlich dann etwas riskanter. Momentan sind wir nach wie vor, sieht man hier schön in der Wochenebene, beziehungsweise auch hier in der Tagesebene. Wir haben hier so eine Art Abwärtstrendkanal. Da der Hinweis, ich verwende nicht immer die Hochs und Tiefs, wie das so klassisch in dem einen oder anderen Buch vielleicht erklärt ist, sondern für mich maßgebend sind die Bestätigungen einer Linie und deswegen sieht es hier zum Beispiel auf der Unterseite auch etwas abenteuerlicher aus. Ist allerdings auch so, dass dann diese ja, Austritte und Wiedereintritte, das sind dann eben die schönen Fehlsignale, die sich eben auch schön handeln lassen. Beispielsweise hatten wir das Ganze hier im
Juni und danach ging es eben wieder nach oben. Das heißt, Ausbruch nach unten, Fehlsignal und dann nach oben. Ziel, erstes Ziel ist der obere Rand und wenn es nochmal oben drüber geht, dann kann es sein, dass sich das Ganze nochmal ausdehnt. War in dem Fall nicht der Fall, sondern da ist der Kurs drin geblieben. Dann ging es wieder nach unten, nochmal Gegenbewegung, wieder oberer Rand und jetzt sind wir nach unten ausgebrochen und das macht es eben interessant. Deswegen habe ich das von dem Juni erklärt, da hatten wir eben auch ein Fehlsignal und jetzt ist die Möglichkeit da, dass eben das obere Ende des Trendkanals als erstes angegriffen wird und dann eben, wenn es so False Breakouts gibt, dann kommt es auch gerne mal vor, dass es hier eben diese ausgedehnte Bewegung gibt, würde zu dem Szenario der positiven Saisonalität passen, würde auch zu der Stimmung passen, die wir momentan haben. Nur was wir eben noch nicht haben, das sind so die Lichtblicke, wo man dann sagen kann, oh, jetzt ist plötzlich, hat sich irgendwie was gedreht, das ist viel zu negativ eingepreist gewesen. Und das ist eben der Punkt, wo da momentan noch ein bisschen fehlt, was die Fantasie mit sich bringt, dass da gleich die Trendwende in den nächsten Tagen bevorsteht. Eine hohe Volatilität haben wir schon und diesen Long Trade in einem Abwärtstrend jetzt zu machen aufgrund erster Einflussfaktoren ist natürlich riskant. Das ist antizyklisches Trading immer. Dafür ist es auch lukrativer. Wenn man das Ganze etwas entschärfen möchte, wartet man eben auf die Bestätigung von diesen Signalen, dass wir eine Trendwende reinbekommen. Das ist ja trotzdem noch ein mittelfristiger Trend irgendwo, der zumindest über 3 Monate laufen solle bis Ende des Jahres. Oftmals kommt es auch so vor, dass im folgenden Jahr dann im Januar, Februar eine kleine Pause ist und dann geht es nochmal März, April nochmal ordentlich nach oben. Das hatten wir auch in diesem Jahr. Da ging es, wenn wir hier unten mal in der Wochenebene reinschauen, beziehungsweise hier auch in der Tagesebene, da ging es hier nach unten im März und dann im April gab es dann eine steile Gegenbewegung. Auch da wäre das Ganze irgendwie von der Saisonalität soweit abgedeckt gewesen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Eine Bestätigung fehlt für den Long Trade und dazu müsste eben das letzte Zwischenhoch überwunden werden. Regelmäßige Zuschauer wissen ja, ich definiere die Trends eben durch die fallenden Hochpunkte, das sind für mich die Abwärtstrends. Und wenn einer dieser Hochpunkte dann überwunden wird, dann haben wir per Definition eben eine Trendwende drin. Und wenn es das eben nicht wird, dann sind wir nach wie vor in einem Abwärtstrend. Und momentan ist es eben so, wir sind noch in dem Abwärtstrend drin. Und deswegen wäre es wichtig, da drauf zu warten, bis der DAX über die 12.750 drüber geht. Da habe ich dieses letzte Zwischenhoch hier genommen, was wir in der letzten Woche hatten. Wenn es da drüber geht, dann wäre zumindest in dieser, Stundenebene hier das erste Signal gegeben. Und dann ist die Hoffnung, dass es eben auch über dieses weitere, markantere Zwischenhoch drüber geht. Und dann wäre eben der Trendwechsel gelungen. Vom Zeithorizont wird es wunderbar passen ins vierte Quartal. Und deswegen hier der Trade und zwar mit den folgenden Eckdaten dabei, habe ich schon gesagt, 12.750 der Stoppkurs in dem Fall und auch da gehen wir dann in die Stundenebene rein, weil wir das Kaufsignal ja auch auf der Stundenebene hier oben links markiert haben. Wenn der Kurs unter dieses letzte Zwischentief hier drunter fällt, in dem Fall unter 12.050 Punkte, dann würde der Stoppkurs ausgelöst werden. Das ist schon relativ eng für die aktuellen Schwankungen. Allerdings macht es da aus meiner Sicht keinen Sinn, da noch ein großes Risiko einzugehen. Lieber dann nochmal den Trade versuchen, wenn es dann eben eine weitere günstige Konstellation gibt, wenn wir da unter die 12.000 wirklich fallen sollten und beziehungsweise unter die 12.050, wo ich ja den Stoppkurs platziert habe, dann sieht es erstmal danach aus, als ob es nochmal nach unten gehen kann. Kann dann sein, dass wir dann vielleicht irgendwie Ende Oktober, Anfang November dann nochmal einen schönen Trend nach oben erkennen. Aber da macht es natürlich keinen Sinn, in einem Derivat, in einem Hebelprodukt diese Bewegung auszusetzen. Deswegen, wie gesagt, der Stoppkurs 12.050 und die Ziele haben wir nach oben hin. Die
13.550, das sind wir schon hier bei diesem Hoch, was ich erwähnt habe. Dann im weiteren Verlauf die 14.000 hier, da haben wir die 13.900 nochmal zur Orientierung, wo das Zwischenhoch hier im September war. Und dann im weiteren Verlauf, dann, wenn es tatsächlich noch nach oben geht, dann sind wir relativ schnell hier auch im Bereich 14.700. Wie gesagt, dazu, wenn diese Trendwende hier gelingen mag, dass wir eben über die 13.550 drüber gehen, dann kommt da nochmal ordentliches Aufwärtspotenzial rein und dann ist eben von einem sehr freundlichen letzten Quartal auszugehen. Dann würden auch alle Einflussfaktoren zusammenpassen und wie gesagt, ja, da ist eben dann diese Bewegung so zu erwarten. Soweit von meiner Seite zum DAX. Ich wiederhole vielleicht nochmal ganz kurz das Trading Setup, bevor der Markus dann übernimmt und zeigt, wie man die passenden Produkte dazu rausfiltern lassen kann. DAX Long haben wir gesagt, ist dabei 12.750, wenn es eben das letzte Zwischenhoch überwunden wird, den Stopp bei 12.050, wenn das letzte Zwischentief in der Stundenebene unterschritten wird und dann die Ziele 13.550, 14.000 und 14.700. Soweit von mir, Markus. Und jetzt darfst du ran und zeigen, wie man die passenden Produkte findet. Perfekt. Ich habe in der Zwischenzeit auch schon mal vorgearbeitet und den Trade aufgesetzt. Den müsst ihr gleich sehen, mit dem ehemaligen Guidance Desktop für Endlos Turbos. Hat sich umbenannt Guidance in Stock 3. Ihr seht es hier oben links im Feld. Und der Stefan hatte die Markierung, die Margen ja genannt. Und es handelt sich ja um einen DAX Long Trade Endlos Turbo. Woran seht ihr das? Ihr seht das hier unten, dass es sich um Endlos Turbo von der DZ Bank Long handelt. Die Margen habe ich eingegeben. Wir sind, glaube ich, bei 12,2 aktuell. Müssten wir eigentlich hier oben auch sehen, ja, 12,267. Man sieht es ganz schön hier mit dem Stock 3 Desktop. Hier kann man eben mit den drei Parametern sehr, sehr schnell die passenden Produkte bekommen und das hier oben im oberen Drittel auch nochmal grafisch sich anzeigen lassen. Und ihr seht hier, ich habe schon mal in das mittlere Feld, wo man die Parameter eingibt. Hier kann man übrigens links den Basiswert eingeben. Da habe ich den DAX eingegeben. Da kann man den Einstieg bei 12.750 hier wählen. 14.000 war das Kursziel unter anderem. Ihr könnt auch die weiteren Kursziele angeben und Stop-Loss bei 12.050 Punkten. Und das seht ihr hier oben grafisch auch nochmal, dass der Einstieg, bis zum Einstieg würde es noch bis zu der blauen Linie, horizontalen Linie etwas dauern. Und sobald eben dieser Einstieg greift, würde der Trade aktiv werden. Und dann würde hoffentlich die Reise in Richtung 14.000 ungefähr gehen. Stop-Loss hier bei 12.050. Und wenn ihr unterschiedliche Produkte wählen möchtet, habt ihr die hier unten mit den entsprechenden WKNs, also Wertpapierkennnummern. Und dann seht ihr eben hier, wenn ihr einen wählen würdet mit 12.047 Punkten, hätte es aktuell einen Hebel von 53, knapp 53 und würde so viel kosten. Hier seht ihr die Geld-Brief-Seite. Und wenn es eben heute digital springen würde auf 12.750, dann wäre der Schein ja bei 7,74 €. Aber klar, bis dahin wird noch einige oder werden noch ein paar Tage vergehen. Und dann muss man natürlich auch den Bereinigungsfaktor oder das Anpassen der Schwellen hier, der Knockout-Schwellen entsprechend berücksichtigen. Und somit verändert sich natürlich dann auch der Preis des Endlos-Turbos. Ja, und dann findet ihr hier noch ein paar andere Parameter. Und am Ende könnt ihr auch dann hier direkt unterschiedliche Broker handeln, indem ihr dann euch einloggt und ja, entsprechend ein Produkt kauft, wenn es euch anspricht. Ich poste hier nochmal den Link von Stock3.com zu unserem ja, Desktop-Endlos-Turbo-Rechner jetzt in den Chat. Und ich glaube, der Ingmar wollte jetzt auch nochmal reingrätschen, bevor es dann zum nächsten Basiswert geht. Genau richtig, denn es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit, das Ganze umzusetzen. Markus hat gerade die Möglichkeit gezeigt, einen Knockout oder ein Knockout-Produkt einzusetzen. Aber wer das Ganze etwas entspannter machen möchte, für den könnte eben wieder ein Discount-Optionsschein interessant sein. Vor allem hat man da nochmal ein Puffer nach unten. Es könnte ja auch gut sein, dass der Markt jetzt ja weiterhin stark schwankt, aber mehr oder weniger seitwärts läuft. 300 Punkte hoch, 300 Punkte runter, 300 Punkte hoch, 300 Punkte runter.
kann man das natürlich mit Knockout-Produkten umsetzen, wenn man entsprechend ja, die Hochs und Tiefs trifft. Oder aber übergeordnet könnten trotzdem auch Discount-Optionsscheine interessant sein, denn hier lässt sich eben auch eine Seitwärtsrendite erzielen. Und der positive Faktor ist, aufgrund der aktuell hohen Volatilität, der hohen Schwankungen, kann man eben auch Produkte setzen, die jetzt oder einsetzen, die einen höheren Discount haben. Und dementsprechend ist der, ja, dieser Puffer, den man hat, dieser Risikopuffer noch etwas größer. Daher wollte ich gerne mal ein Produkt noch kurz zeigen, bevor wir dann auf den nächsten Markt zu sprechen kommen. Und zwar habe ich eins rausgesucht mit Laufzeit, das sieht man hier unten rechts, 17.03.2023. Warum die Laufzeit März? Ja, ganz einfach. Ich hatte eben aufgezeigt, die Vorfilter zeigen prinzipiell mal bis Ende des Jahres aufwärts. Von daher sollte ich auf jeden Fall mal mindestens Januar oder Februar als Laufzeit nehmen. Ich habe jetzt hier mal den 17.03.2023 ausgewählt. Wichtig natürlich, diese Produkte sind börsentäglich handelbar. Man sieht ja, es gibt Geld- und Briefkurse. Man muss also nicht bis zum Laufzeitende hier investiert sein. Wenn man das nicht mehr möchte, kann man vorzeitig natürlich jederzeit wieder verkaufen. Das Produkt hat einen Basispreis und das sehen wir jetzt hier oben links von 10.000 Punkten und einen Cap von 10.500 Punkten. Was bedeutet das? Das bedeutet, das Produkt kann maximal 5 Euro wert sein. Das sehen wir nämlich hier rechts auch. Maximale Auszahlung ist 5 Euro. Wie kommt man da drauf? Cap 10.500 minus Basispreis 10.000 sind 500 Punkte mal Bezugsverhältnis 0,01 sind 5 Euro. Und wann bekommen wir diese 5 Euro? Die bekommen wir immer dann, wenn der DAX am Ende der Laufzeit oberhalb von 10.500 Punkten notiert. Jetzt ist ja das Schöne, wir notieren aktuell deutlich über 10.500 Punkten. Heißt also, wir haben einen enormen Sicherheitspuffer noch nach unten. Sollte der Markt also jetzt seitwärts laufen, er sollte steigen oder er sollte sogar fallen, können wir trotzdem eine positive Rendite erzielen. Solange wir am Ende der Laufzeit oberhalb von 10.500 notieren, bekommen wir eben 5 Euro ausgezahlt. Wer übrigens jetzt davon ausgeht, dass der Markt sehr stark ansteigt, für den ja, machen dann sicherlich andere Produkte Sinn, weil man ja hier gekappt ist in seinem maximalen Auszahlungsbetrag. Aber ich nutze zumindest diese Produkte auch sehr, sehr gerne fürs mittelfristige Trading. Neben klassischen Knockouts werden immer auch Discount-Optionsscheine eingesetzt, weil man da vom Timing her ja nicht so ganz perfekt sein muss. Denn wenn der Markt jetzt auch mal eine längere Zeit seitwärts läuft, dann würde man mit Mini-Futures zum Beispiel, die eine offene Laufzeit haben, ja, jeden Tag Finanzierungskosten bezahlen müssen. Hier haben wir den positiven Fall, dass wir sogar eine positive Seitwärtsrendite erzielen können. Also nochmal, oberhalb von 10.500 bekommen wir 5 Euro ausgezahlt, unterhalb von 10.000 am Ende der Laufzeit, dann ist es wie bei einem klassischen Optionsschein, dann verfällt der Optionsschein wertlos und zwischen Basispreis und Cap wird eben die Differenz ausgezahlt. Also nehmen wir mal an, wir notieren am Ende bei 10.250, genau in der Mitte, dann würden wir 2,50 Euro bekommen, denn 10.250 minus 10.000 im Basispreis sind 250 mal 0,01 sind 2,50 Euro. Das Produkt kostet aktuell 4,33 Euro und das bedeutet wiederum, dass wir hier eine Seitwärtsrendite erzielen können von, und das sehen wir hier unten, aktuell 16% oder PA hochgerechnet 38,89%. Also schon eine stattliche Rendite. Und für wen das zu wenig ist, der kann natürlich mit Basispreis und Cap näher, also höher gehen, hat dann weniger Puffer nach unten. Wer sagt, das ist mir zu heikel noch mit diesen, mit den aktuellen Verhältnissen, der kann natürlich weiter runtergehen mit Basispreis und Cap bei der Laufzeit und würde dann natürlich aber weniger Seitwärtsrendite erzielen. Denn das ist natürlich klar, je höher das Risiko ist, desto mehr Rendite lässt sich erzielen. Das sollte immer natürlich klar sein. Das sei vielleicht noch abschließend gesagt zu dem Produkt. Zwischenzeitlich können wir ruhig auch unter Basispreis und Cap fallen. Das Produkt knockt dann nicht aus, aber natürlich wird der Preis sich massiv verändern, sollten wir nochmal hier deutlich abfallen. Wir sehen hier der Kursbasiswert eben der DAX 12.280, also sagen wir mal 12.300. Also wir haben hier schon einen ordentlichen Puffer nach unten. Der Markt kann nochmal deutlicher fallen und wir können trotzdem eine positive Rendite erzielen. So, das Produkt kopiere ich auch gerne mal in den Chat rein, für alle die, die das interessiert. Das ist hier DW3XGY und wie gesagt, man kann sich das ja mal anschauen oder eben nach einem anderen Produkt suchen, wenn einem das zu wenig oder zu viel Rendite ist. Als nächstes wollen wir dann noch kurz auf den Dow Jones blicken. Wir gehen dann gleich auch noch auf Silber ein, aber beim Dow Jones, da können wir jetzt relativ schnell drüber gehen, denn da ist vor allem die charttechnische Situation interessant. Von den Vorfiltern sieht es ja natürlich so ähnlich aus wie auch beim DAX. Zunächst einmal nochmal der Sentiment negativ, also kurzfristig kann es hier eine potenzielle Aufwärtsbewegung geben.
Von der Saisonalität her muss man sagen, hier sieht es etwas anfälliger aktuell noch aus als beim DAX, denn erst Ende Oktober in etwa soll es eine deutlichere Aufwärtsbewegung geben. Man muss also damit rechnen, wenn man rein die Saisonalität sich anschaut, dass es bis Ende Oktober noch ungemütlich werden könnte. Aber ab Ende Oktober bis Ende Dezember auch hier eine massive Aufwärtsbewegung, die wir hier sehen. Und wenn wir noch auf den Vierjahreswahlzyklus nochmal blicken, haben wir eben schon gemacht, schauen wir uns nochmal die Midterm-Years an, dann sehen wir eben schon ab Ende September, Anfang Oktober soll es anziehen. Also wir haben aber natürlich gerade eben anhand der klassischen Saisonalität einsehen können, dass die Ende Oktober nochmal, oder das bis Ende Oktober nochmal mit einer Abschwächung zu rechnen sein könnte. Aber man muss natürlich auch sagen, hier dieser Vierjahreswahlzyklus zeigt schon an, ab Ende September, Anfang Oktober zieht es ja an. Also hier könnte es ebenfalls Sinn machen, vielleicht einen Discount-Optionsschein sich dann entsprechend rauszusuchen, oder man muss eben einplanen, dass es noch weiterhin ungemütlich bleiben könnte. Und davon gehe ich ja ohnehin aus, habe ich eben schon gesagt, die Volatilität wird sicherlich erstmal hoch bleiben. Aber ab Ende Oktober sollte es dann hier eine neue Aufwärtsbewegung geben. Interessanterweise auch hier von den Midterm-Years auch aus sieht man, dass ab Ende Oktober nochmal so ein Zwischentief markiert wird, bevor es dann bis Ende Dezember weiter anzieht. Also auch hier die Marschrichtung weiterhin, oder was heißt weiterhin, ab jetzt positiv. Auch hier war ich ja natürlich im letzten Monat auf der Short-Seite unterwegs, aber der Fokus könnte jetzt langsam auf die Long-Seite rücken. Aber ich habe es eben schon gesagt, von den Vorfiltern sieht es sehr ähnlich aus wie am DAX. Daher können wir jetzt auch direkt auf die Charttechnik gehen, damit wir nachher noch genügend Zeit haben, auf den Silberpreis zu blicken und vielleicht noch ein, zwei Einzelwerte zu besprechen. Genau, und ich versuche mich auch kurz zu fassen. Allerdings gleich mal Einwand hier von einem Zuschauer, der eben angemerkt hat, dass es am Ende von der Base natürlich oftmals zu einem Ausverkauf kommt und der in diesem Fall ja noch nicht da ist. Ja, stimmt auch, ist durchaus noch möglich, auch wenn die Vorfilter darauf hindeuten, dass wir eben einen freundlicheren Jahresausklang sehen werden. Deswegen haben wir auch bei den Strategien die Stop-Buy-Orders drin. Das heißt, da müssen schon erste Bestätigungen kommen, damit wir eine Long-Position aufbauen. Und da versucht man natürlich dann auch das Risiko zu umgehen, soll das tatsächlich nochmal zu einem Kursrutsch nach unten kommen, dass wir da dann eben keine Long-Position aufbauen. Ansonsten sieht es beim Dow Jones ähnlich aus wie beim DAX. Wir haben eben diesen abwärtsgerichteten Trendkanal, da sind wir jetzt momentan am unteren Rand dran. Das letzte Mal waren wir hier im Juni dran, dann ging es nach oben, dann gab es hier einen False Breakout, Kursziel danach, nach dem Wiedereintritt in den Trendkanal, hatte ich beim DAX schon erklärt. Das untere Ende, da waren wir jetzt eben dran und jetzt eben müsste dann der Kurs wieder nach oben laufen und da warten wir eben, bis dieses kleine Zwischenhoch hier überwunden wird. Deswegen Stop bei 30.550 Punkte, da sind wir ganz klar über diesen Zwischenhoch bei 30.400 und den Stoppkurs dann bei 28.580. Da sind wir hier unter dem Tief, was wir zuletzt gesehen haben. Das unterscheidet sich da etwas von dem Trade beim DAX. Bei dem einen habe ich hier etwas mehr Spielraum zugelassen. Das heißt, einen kann man ein bisschen mehr Risiko gehen. Bei beiden würde ich es jetzt nicht unbedingt tun. Deswegen diese unterschiedliche Absicherung und die Ziele nach oben, die 31.500 Punkte, dann die 33.500, da sind wir hier in der Region und dann natürlich hier oben die 34.300, das Hoch, was wir im August hatten. Das wären so die kurzfristigen Ziele, die eben erreichbar wären und dann muss man einfach nochmal gucken, wie sieht es denn in diesem Trendkanal aus, wie entwickelt sich der Kurs dann weiterhin, aber bis dahin werden wir uns mit Sicherheit nochmal sehen und können dann auch diesen Trade nochmal aufgreifen und dann eine kleine Rückbesprechung machen. Das war es von meiner Seite auch schon zum Dow Jones und jetzt übergebe ich nochmal an den Ingmar wegen der Analyse des Silberpreises. Wobei, ich springe nochmal rein und ich hatte nochmal den Desktop vorbereitet, zeige euch das einfach nochmal schnell. Beim dritten Wert lassen wir es dann aus und zwar für den Dow Jones. So, Moment, kleine Sekunde, Bildschirm müsste jetzt sichtbar sein. Ist da, ja. Ja, perfekt, super. Nee, im Prinzip könnt ihr das gerne dann auch bei Silber durchspielen, wenn ihr die entsprechenden Marken mitbekommt, genannt bekommt gleich. Selber Aufbau wieder. Das Einzige, was ihr hier unterschiedlich seht, ist hier, dass der Basiswert
der Dow Jones jetzt hier ist und wie ihr den auswählen könntet, habe ich ja eben schon erklärt. Einfach auf Suche klicken, dann könnt ihr hier oben ins Suchfeld was eingeben oder hier, bei mir sind schon gewisse Indizes vorausgewählt, auswählen und dann entsprechend hier Einstieg, Kursziel und Stop-Loss eingeben und dann purzeln hier unten die entsprechenden Produkte raus. Das nochmal am Rande, den Link hatte ich geschickt, für Silber fällt es dann gleich aus. Insofern nochmal ganz kurzer Einschub und damit wir weiter im Takt machen und kurz und bündig das Ganze halten, übergebe ich wieder an euch beide. Super, danke dir Markus und dann wollen wir jetzt auf den Silberpreis schauen. Insgesamt werde ich jetzt immer bullischer für die Edelmetalle. Gold bin ich auch auf der Longside unterwegs. Da wurde heute die 1680 US-Dollar-Marke nochmal nach unten durchbrochen. Ich bin gespannt, ob diese jetzt eventuell heute nochmal zurückerobert wird. Ja, es ist und bleibt volatil, auch natürlich bei den Edelmetallen. Nichtsdestotrotz, wenn man sich die Saisonalität anschaut von Palladium, von Platin, von Gold, von Silber, das wird jetzt alles zum Jahresende hin deutlich positiver, als bisher der Fall war. Und auch das Sentiment ist für die meisten Edelmetalle jetzt zuletzt sehr, sehr negativ gewesen. Also als Kontraindikatoren wird auch das für die Longseite sehr interessant. COT-Daten, wir werden uns das gleich für Silber nochmal speziell angucken, aber auch von den COT-Daten her, gerade zum Beispiel sowas wie Palladium und Platin, da sind die COT-Daten extrem bullig, zumindest sehe ich das so. Also wer da Interesse hat, der sollte sich dort mal ja, den ein oder anderen Vorfilter anschauen und entsprechend auch natürlich den Chart, um Einstiege zu suchen. Wir können im nächsten Webinar sicherlich dann auch nochmal darüber sprechen, weil gerade, wie gesagt, zum Jahresende wird es immer interessanter. Und bei Platin, da wisst ihr ja, wenn ihr schon länger dabei seid, im Dezember starten wir immer unseren saisonalen Platin-Trade, der eine unfassbar hohe Trefferquote hat. Und den werden wir natürlich auch dieses Jahr wieder vorstellen. Schauen wir uns jetzt nochmal konkret die Daten für Silber an. Zunächst einmal das Sentiment. Das Sentiment, ich sage es jetzt nochmal, für mich ein klarer Kontraindikator. Also wenn die Marktteilnehmer sehr bullig sind, davon ausgehend, es steigt weiter, möchte ich auf die Short-Seite wechseln. Wenn die Marktteilnehmer sehr bearish sind, davon ausgehend, es fällt, dann eher auf die Long-Seite. Und schaut euch das mal an, nur um ein paar Beispiele zu zeigen. Hier mal waren die Marktteilnehmer sehr bullig 2016, zuvor sind sie gestiegen. Danach gab es eben diese Abwärtsbewegung 2020, Marktteilnehmer sehr bullig. Danach gab es eine Abwärtsbewegung. Aber man muss ganz klar sagen, es ist kein perfektes Timing-Instrument, auch wenn das hier jetzt zweimal perfekt mehr oder weniger geklappt hat. Man sieht aber auch, dass es Phasen gibt, wie hier zum Beispiel 2018, wo die Marktteilnehmer über einen längeren Zeitraum sehr pessimistisch waren und es ging erstmal noch ein bisschen weiter, dann seitwärts und erst dann kam irgendwann die Gegenbewegung. Also man muss eben einkalkulieren, dass es nicht direkt in die richtige Richtung läuft, beziehungsweise das Ganze natürlich noch kombinieren mit anderen Vorfiltern und eben der Chartanalyse, wo wir ja dann eben das Trading-Setup entsprechend herleiten. Bleibt festzuhalten, das Sentiment zuletzt extrem negativ. Das schon mal als Kontraindikator zeigt an, dass die Longseite zu favorisieren ist. Ganz interessant natürlich immer, der Silberpreis stark gefallen und dann, nachdem es schon stark gefallen ist, werden eben die Marktteilnehmer negativ und gehen davon aus, es müsste immer weiter fallen und dementsprechend als antizyklischer Einstieg zeigt eben das Sentiment an, hier ist die Longseite zu favorisieren. Saisonalität, ich habe es gerade eben schon angedeutet, zum Jahresende hin, wird es interessanter, der Oktober für Silber noch leicht negativ. Nichtsdestotrotz habe ich mich dazu entschlossen, hier jetzt schon mal das Ganze auf der Longseite vorzustellen, weil wir jetzt, wenn wir uns das Ganze mal bis Jahresende anschauen, mehr oder weniger eine Prognose Unsicherheit haben. Wir versuchen ja nicht einzelne Wochen oder Monate zu traden, sondern übergeordnet uns das Bild anzuschauen. Bis Jahresende eher Prognose Unsicherheit, dann aber zum Januar, Februar, März, April soll es deutlich weiter nach oben anziehen. Heißt also, die Chancen übergeordnet für die nächsten Monate sind meiner Meinung nach auf der Long-Seite zu suchen. Und schlussendlich schauen wir noch auf die COT-Daten, die werte ich ebenfalls bullig. Warum? Die Commercials, die Nettopositionierung der Commercials können wir anhand hier dieser blauen Linie uns ansehen. Und die Commercials, um das nochmal kurz zu sagen, das sind große Produzenten und große Abnehmer, zum Beispiel jetzt hier von Silber. Und dementsprechend macht das Sinn, mal zu schauen, wo Extremsituationen sind und wie eben diese Commercials netto positioniert sind. Zuletzt waren sie sogar leicht netto long positioniert. Hier rechts ist die Nulllinie bei den Future-Kontrakten und also netto long in der Positionierung der Future-Kontrakte. So ist es korrekter ausgedrückt. Und oftmals war das zumindest ein Hinweis darauf, dass es eine Gegenbewegung geben könnte, zum Beispiel auf ähnlichem Niveau. Leicht niedriger waren wir hier 2019. Danach gab es eine deutliche Aufwärtsbewegung. Hier 2018 waren wir ungefähr auf diesen Niveaus. Danach gab es eine kleine Aufwärtsbewegung. 2018, ja, hier ging es mehr oder weniger
seitwärts. Und hier wollen wir mal schauen, ähnliches Niveau 2014, danach kleine Aufwärtsbewegung. Also es könnte durchaus interessant sein, auf diesem Niveau eine Long-Position aufzubauen. Und wenn wir das eben kombinieren mit den anderen Vorfiltern, mit diesem sehr negativen Sentiment, das als Kontraindikator die Long-Seite versprechen lässt, mit einer Saisonalität, die jetzt immer interessanter wird, gerade dann zum Jahresende hin, bis ins neue Jahr hinein, bis zum April sogar, das zeigt an, die Long-Seite zu favorisieren, und auch von den COT-Daten sehe ich das bullig. Heißt also, für mich ist die Ausgangslage klar für Silber von den Vorfiltern her. Es ist die Long-Seite zu handeln. Und jetzt gebe ich eben wieder an den Stefan, der das Ganze charttechnisch analysiert und ein entsprechendes Trading-Setup herleiten kann. Genau, und ich versuche mich da etwas kürzer zu fassen, als das vorhin beim DAX der Fall war. Das hatte ich etwas länger gemacht, weil die Korrelation zum Dow Jones natürlich auch da war. Dann hat man das etwas überspringen gekonnt. Kommen wir zum Silberpreis. Man sieht, der Silberpreis hat hier in der Wochenebene, ist sehr schön zu sehen, wir haben hier bei 21,50 etwa eine Unterstützung drin gehabt. Die ist dann als Widerstand zuletzt hier bestätigt worden. Da ist der Silberpreis dann abgeprallt. Und da kommen wir dann auch schon wieder zu dem Punkt, steigende Hochpunkte ist ein Abwärtstrend. Wenn das letzte Hoch überwunden wird, dann haben wir einen Trendwechsel drin. Wir haben hier sogar so einen kleinen Anstieg drüber gehabt. Jetzt geht es hier zurück und jetzt sollte der Kurs dann nochmal wirklich drüber laufen. Dann habe ich auch ein Anzeichen dafür, können wir hier unten in der Wochenebene auch nochmal anzeichnen, dass es hier eben weiter nach oben geht. Deswegen sieht das nicht so schlecht aus mit dem Anstieg, was wir hier hatten über das letzte Zwischenhoch in der Region zu 1970 etwa. Da ist ja schon das erste Zwischenhoch überwunden worden. Das heißt, per Definition sind wir schon in einem Trendwechsel nach oben drin. Deswegen auch keine Stop-Buy-Bedingung in dem Fall, sondern wir machen wir die Linie mal weg, dann kann man mehr erkennen. Wir versuchen diese Pullback-Reaktion, die aktuell hier läuft, das heißt Ausbruch, danach kommt die Pullback-Reaktion und wird der ehemalige Widerstand dann als Unterstützung bestätigt. Und da versuchen wir jetzt eben reinzukommen mit einem Limit bei $19.10. Sieht man hier in der Stundenebene sehr schön. Und den Stoppkurs in dem Fall dann unterhalb des letzten Tiefs. Was haben wir hier so? Ja, 17,80 etwa. Wie gesagt, immer nicht an die Marken da direkt ranlegen. Stopp haben wir deswegen 17,40 und nach oben hin die Ziele 20,30, 21,30. Das sind wir hier auf der Stundenebene dann schon an dem Hoch dran und dann im weiteren Verlauf 22,30 bis hin sogar, wenn wir die Hochpunkte hier nehmen, die wir im März, April hatten, zwischen 24,30 und 24,70. Hoppala, da bin ich etwas verrutscht. 26 muss das natürlich heißen. Genau, das wären die Kursziele für den Silver Trade. Also da kann man jetzt mal versuchen, mit einem Limit reinzugehen. Allerdings, ich würde es jetzt nicht in der Summe auf alle Edelmetalle anwenden, das wäre mir noch zu riskant, sondern da eben sukzessive rein, weil die Saisonalität sich ja dann auch so langsam dann weiter nach oben dreht und die Edelmetalle dann eben interessanter werden. Soweit von meiner Seite zum Silberpreis und jetzt würde ich die letzten Minuten noch auf den einen oder anderen Frage eingehen. Genau, und da kommen wir erstmal zu den Immobilienwerten, die sind gefragt worden. Zum Beispiel eine Vonovia sieht man hier, sieht desaströs aus, wie die eingebrochen sind, Around Town, das Gleiche. Also es ist eigentlich egal, welchen der Immobilienwerte ich da nehme. Da habe ich noch eine Tag-Immobilien ebenfalls. Also die haben sich teilweise geviertelt sogar, dass nur noch ein Viertel des Wertes da ist, was sie am Ende des vergangenen Jahres hatten. Und der Hintergrund ist natürlich, sind die steigenden Zinsen, die eben auf die Reaktion auf die steigende Inflation und gerade im
Immobilienbereich, der profitiert natürlich davon, wenn die Immobilien, wenn die Zinsen niedrig sind und wenn die Zinsen steigen, dann sieht es eben nicht mehr so aus und deswegen sind die Kurse auch so eingebrochen. Und jetzt haben wir eben das Problem, dass die Zinsen in den USA zwar schon angezogen haben, aber immer noch weiter anziehen werden und in Europa noch gar nicht so sehr angezogen haben und deswegen eigentlich da sogar noch viel mehr möglich ist. Das heißt, unter dem Gesichtspunkt sieht es für die Immobilienaktien gerade nicht so toll aus. Da kann ich mir vorstellen, dass es in den nächsten Monaten dann noch weiter nach unten geht. So, da muss ich mal gucken. Dann haben wir genau eine Nvidia ist gefragt worden. Da ist es vielleicht mal interessant. Ja, das sind wir im Bereich Grafikkarten, Computerchips und da können wir im Vergleich mal eine Intel mit dazu nehmen, die wirklich ja, über viele Jahre ein konstanter, solider Wert war. Und da ging es eben im vergangenen Jahr dann steil nach unten. Wir haben auch diesen langfristigen Aufwärtstrendkanal mittlerweile nach unten verlassen und sind momentan so in der Region um 25 US-Dollar, wo wir hier so eine kleine Unterstützungszone drin haben. Warum ich diesen Wert vorschalte, das ist sozusagen der größte, der ja behäbigste Wert eigentlich, wo man da nicht so heftige Schwankungen sich davon verspricht. Ist aber dann tatsächlich so gewesen, dass sich der Aktienkurs hier auch mittlerweile mehr als halbiert hat. Wir hatten hier so eine Seitwärtsphase über viele Wochen und beziehungsweise viele Monate und da sind wir nach unten ausgebrochen. Dann gab es die Pullback-Reaktion hier nochmal nach oben und danach ging es weiter nach unten. Und wenn dann so ein eher ja, solider Titel wie eine Intel so einbricht und dann trifft es natürlich die etwas ja, höher bewerteten, spekulativeren Werte wie eine Nvidia natürlich dann auch sehr deutlich. Da sind wir mittlerweile an der Unterstützung im Bereich hier um die 115 Dollar dran. Und da wird es jetzt eben spannend. Wir hatten hier über 2020, 2021 die Region hier als Unterstützungszone markiert. Jetzt ist der Kurs hier zuletzt schon etwas zügiger zurückgekommen. Das heißt, wir haben hier auch so eine kleine überverkaufte Situation. Deswegen ist es jetzt, wäre es nicht überraschend, wenn eben diese Unterstützung hält und sich der Kurs erstmal nach oben orientiert. Und da muss man dann gucken, welche der Widerstände sind denn da massiv, beziehungsweise bekomme ich da vielleicht sogar ein Signal rein, dass es sogar weiter nach oben geht. Auf der anderen Seite, wenn der Kurs hier wirklich klar unter die, in dem Fall in kleinen zweistelligen Bereich zurückfällt, unter die 100 Dollar Marke und dann sieht es natürlich nicht mehr so glorreich aus. Da sind wir da relativ schnell schon in der Region um 70 Dollar, wo der Titel hinfallen kann. Und wenn wir uns auf die monatliche Chartbild konzentrieren, dann sieht man, wir waren hier zum Jahreswechsel ganz stark überhitzt, überkauft und sind da jetzt schon ein Stück weit zurückgekommen. Allerdings von der Bewertung her, wir sind immer noch nicht im neutralen Bereich, sondern immer noch in der leicht überkauften Situation. Das heißt, von der Seite her wäre es nicht überraschend, wenn wir dann doch in den nächsten Monaten nochmal einen Rücksetzer sehen werden. Und da war auch ein Hinweis hier gerade noch drin von einem Zuschauer, ging eher um den Aktienmarkt von den Trends her, der meinte, es kann auch im nächsten Jahr dann nochmal zu einem Ausverkauf kommen. Ist natürlich auch möglich. Dann wären wir immer noch in dem Bärenmarkt drin und hätten jetzt dann das, was wir erwarten, eben eine Bärenmarktrallye. Das gleiche hier auf die Aktie von Nvidia angewandt. Wir haben hier eine kleine Gegenbewegung nach oben, wo allerdings der Kurs vielleicht an den letzten markanten Zwischenhochs scheitert und im Anschluss geht es dann doch nochmal nach unten. Das wäre zumindest ein Szenario, wo wir dann langfristig dann wieder in einen Bereich kommen, wo es interessant wird, die Aktie zu kaufen. Denn sie ist eben rein von der langfristigen Betrachtung immer noch nicht zum Schnäppchenkurs zu haben. Da kann es eben dann doch sein, dass da nochmal ein Stück nach unten geht. Edelmetalle hatten wir. Eine Geresheimer ist noch gefragt. Die nehme ich gerade mal noch mit. Glasproduzent. Ja, der Produzent der Maggi-Flasche weiß eigentlich fast keiner, ist aber so. Und Geresheimer hat das Problem als Glasproduzent. Das ist ein sehr
lastiges Business und die Energie hat sich ja verteuert und verteuert sich immer noch und das ist eben so ein kleiner, großer negativer Einflussfaktor, was eben die Kurse drückt. Und von der technischen Seite her, wir haben ja wieder so einen kleinen Abwärtstrend drin, kurzfristigen. Da sind wir dann unter diese Region hier um ja, 55 drunter gefallen und dann gab es eine und jetzt kommt noch eine Pullback-Reaktion und da wird es eben spannend. Gelingt es der Aktie hier wirklich über diese letzten Zwischenhochs drüber zu steigen? Das heißt, über 60, dann wäre mit einer weiteren Aufwärtsbewegung zu rechnen. Rein aus technischer Sicht scheitert der Kurs hingegen erneut hier in der Region um ja, 55 Euro und dann ist mit einer weiteren Talfahrt zu rechnen. Rein von dem Hintergrund mit den höheren Energiepreisen sieht es nicht ganz so toll aus, aber es kann natürlich immer mal sein, dass es durch technische Signale kurzfristig zu einer entsprechenden Rallye kommt und die ist umso umfangreicher, je mehr das eben vorher sich auf der anderen Seite positioniert haben. Stichwort Short Squeeze, was Ingmar eingangs schon erwähnt hat. Wenn dann die Short-Positionen geschlossen werden, dann treibt es den Titel natürlich umso schneller nach oben und auch das wäre eben bei einer Gerresheimer möglich. Wie gesagt, der Hintergrund der hohen Energiepreise ist eher was, wo ja, sich nicht unbedingt für steigende Kurse eignet, um es ganz vorsichtig zu formulieren. Soweit von meiner Seite. 21 Uhr und eine Minute habe ich überzogen. Ich hoffe, es passt soweit und ich wünsche allen viel Erfolg an der Börse und übergebe jetzt dann am Ende nochmal an den Markus. Ja, fantastisch. Dann lasst uns doch nochmal die Kameras anschalten. Der Ingmar ist schon bereit und sitzt in der Küche und gleich gibt's Abendessen. Schön wär's. Schön wär's, geht weiter. Okay, und Stefan ist auch da. Also ganz, ganz herzlichen Dank euch fürs ja, Vorbeikommen, fürs Dabeisein, für euren Input, den ihr geliefert habt. Und komme gleich nochmal zu euch. Aber bevor es zu euch geht nochmal oder zum Ende zugeht. Wir haben alle Punkte abgehakt hier auf der Folie. Und nächste Woche sieht es wie folgt aus. Da haben wir den 17.10. schon wieder, Mitte Oktober. Und da kommt der André Stagge zu uns mit dem Thema Handelsstrategien, fundamentale und technische Anlagekonzepte der Börsenprofis. Schaltet gerne ein. Würde uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. 19 Uhr nächste Woche, gewohnte Zeit. Ansonsten, ja, haben wir es zeitlich gut hinbekommen. Ich danke euch allen fürs Zuhören, fürs Einschalten. Hat, glaube ich, gut funktioniert, auch mit den ganzen Fragen, die wir hier gesehen haben. Rundes Paket oder sehr gutes Paket. Und ja, ich wünsche euch noch frohes Weiterarbeiten oder einen schönen Feierabend euch beiden. Und vielleicht wollt ihr noch kurz ein Schlusswort äußern. Ja, das auf jeden Fall. Also der Markt weiterhin sehr volatil. Während wir eben gesprochen haben, sind wir schon wieder 100 Punkte nach oben gelaufen im DAX. Also man muss dabei bleiben, wenn man im Daytrading aktiv ist. Und jetzt wünschen auch wir natürlich einen schönen Abend noch. Dir natürlich auch, Markus. Hat wieder super viel Spaß gemacht. Die Dankeschön. Stunde vergeht wie im Flug, wie ich finde. Und ja, jetzt alles Gute. Bleib gesund und munter. Und dann freuen wir uns, wenn wir beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin gute Trades und alles Gute. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.